Und mit dieser ersten Fahrt, meine Damen und Herren, bei dem Pisswetter, herzlich willkommen zum allerersten Video 2024. Heute ist der 1. April. Saisonbeginn auch wieder für mich. Wir machen den Bums langsam, hoppla, Tasche hätte man vielleicht zumachen können. Ich muss erstmal reinkommen, das ist so goddamn ungewohnt. Freundin, die hole ich jetzt auch ab. Ich wollte hier die ersten paar Meter mal bis halt für mich fahren, weil ich da mal wieder reinkommen muss. Das ist auch für mich nach einem halben Jahr echt sauber ungewohnt. Und dann schicken wir uns vielleicht mal mit dem ersten Video, dass wir nur Körnerscheiben fahren. Reifendruck haben wir jetzt aufgefüllt. Nice Quant Hobby, das probiere ich jetzt halt zum allerersten Mal aus. Dann fahren wir mal eine kleine Scheiben, dass ich wieder reinkomme. Hallo! Auf, bevor es regnet. Ei, der smoked aber auch schon ordentlich, du. Jetzt fahren wir mal Agarrescheiben. Wegen dem Pisswetter können wir heute leider nicht allzu weit fahren. Wir fangen aber das Ganze langsam an heute. Die allererste Fahrt. Und da muss ich selber einmal langsam wieder reinkommen. Es ist nach 6 Monaten vielleicht ein bisschen ungewohnt. Heute schaut man vielleicht einmal generell wieder übers Anfangen. Saisonstart. Es ist selbst mir auch schon passiert, dass ich die Wochen, weil ein paar Leute kennen ja schon ab 1. März fahren, dass ich etwas überrascht war, die ersten Motorradl wieder zum Senken. Deswegen vielleicht darauf achten, jetzt im April, wo die ganzen Aprilfahrer wieder anfangen, auch ich, ja, dass heute jetzt losgeht, wenn das Wetter passt, halt jetzt vielleicht nicht, deswegen fahren wir nur eine kleine Runden. Und wie gesagt, an alle, die was bevor wieder anfangen, am Anfang nicht übertreiben, erst einmal wieder reinkommen, es ist auch für mich ungewohnt, auch wenn ich schon seit 8 Jahren fast fahre, glaube ich, die Saison als vorn langsam anfangen, weil es gab ja bereits im März, was ich so durch die Nachrichten mitgekriegt habe, schon die ersten Unfälle bei denen, die bis so nichts mehr von der Saison haben. Leider Gottes, deswegen ride safe. Bei dem Wetter als erste Fahrt vielleicht nicht ganz so optimal. Aber was willst du machen? Ich werde wahrscheinlich mehr in die nächsten Videos einmal labern, wenn ich mehr Zeit habe. Aber aktueller Stand ist, meine Freundin ist mittlerweile auch schon recht gut dabei mit dem Führerschein. Dann hört sich die ganze Soziusfahrerei auf, was ich ehrlich gesagt ein bisschen cool finde. Als Sozius fahren, wenn du da mit Gepäck fährst, du hast die Leistung nicht, du bist irgendwie nicht so wendig unterwegs, es ist egal. Auf alle Fälle, neues Gefährt ist schon im Haus. Da wird es auch wahrscheinlich ein Vorstellungsvideo geben. Die Leute, die uns auf Instagram folgen, die haben da vielleicht schon einen kleinen Teaser gesehen, was das denn für ein Gefährt ist. Lassen wir uns mal überraschen. Pläne, was habe ich vor dieses Jahr? Es sind wieder einige Auslandsfahrten stehen an. Die erste geht ab Ende Mai los, aber da möchte ich noch nicht spoilern. Eieieiei. Okay. Genau, Auslandsfahrten. Ich bin dreimal, bin ich dieses Jahr weg. 3 oder 4 Mal, ich habe es gerade nicht so im Kopf. Mit diesem Gefährt meinerseits, was ich schon mal vorab sagen kann, für das YouTube-Jahr 2024. Bei mir werden heuer vielleicht nicht so viele Videos kommen. Vielleicht ein bisschen weniger. Ich experimentiere mich da mal ein bisschen mit anderen Setup, mal ein bisschen andere Videos einmal probieren. Weil es gab nämlich Kritik von euch, was mir zugetragen worden ist. Und zwar, dass man vielleicht nicht nur unbedingt die POV herzeigen sollen, sondern vielleicht eine andere Kamerawinkel. Und ich habe ja andere Kameras auch da. Eher mehr qualitativ hochwertige. Ich probiere es zumindest. Dafür aber ein bisschen weniger. Und gleichzeitig möchte ich aber noch unseren Live-Kanal launchen. Schaut da gerne mal vorbei. Wenn dieses Video kommt, wird auch gleichzeitig auf dem Live-Kanal das erste Video veröffentlicht werden. Und zwar Live-Kanal, kurze Erklärung. Im Winter oder jetzt bei so einem Pisswetter, wenn wir normalerweise nicht fahren, halt wollt ihr unbedingt fahren, weil 1. April. Da wird auf Twitch ab und zu mal gestreamt, jetzt auch nicht zu oft. Oder wenn ihr mal ein paar Regentage dabei habt und ich Bock habe, ich und Tom, dann gerne mal auf Twitch vorbeischauen. Genau, was steht sonst noch an? Ich muss erst einmal wieder reinkommen, wie schon mal vorher erwähnt. Ich muss Kameras checken, nice Quant habe ich mir gekauft. Aber dazu in den nächsten Videos vielleicht ein bisschen mehrer. Wie gesagt, leider Gottes, ja, Wetter halt scheiße. Deswegen fahren wir jetzt wieder zurück. Kleines Update an der Stelle. Und da wird dieses Jahr noch einiges vermutlich auf euch zukommen. Lasst euch da überraschen. Ich lasse mich genauso überraschen wie ihr. In diesem Sinne an alle, die was am 1. April was vorhin anfangen und die was bereits seit März fahren. Ride safe, gute Saison, Unfall und unfallfreie Saison. Zum ersten Video. Oh no, I hope I don't fall. Genau, ja, erstes Lebenszeichen von mir. Und dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Dann sehen wir uns beim nächsten Video. Hoffentlich bei besserem Wetter, hey.